Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wir packen heute die Fairy Box vom Monat September aus. Die ist nämlich schon bei mir angekommen. Schaut einmal so aus und ich bin ganz gespannt zu schauen, was da drin ist. Hier ist einmal das Kärtchen dran, da sind auch die Produkte aufgeführt, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Vorne steht einmal immer das Goodie drauf und hier hinten stehen dann die Produkte drauf und der Gesamtwert dieser Box. Also wenn ihr wissen wollt, was in der Fairy Box drin ist diesen Monat und auch eine Fairy Box gewinnen wollt, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Dem Unboxing beginne, wollte ich euch darum bitten, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert doch sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt würde ich sagen, packen wir die Box aus. Also nochmal ganz kurz zu der Box, die kostet 19,90 Euro, bekommt ihr in einem flexiblen Abo bei Fairy Box. Und ich finde die immer super schön. Die ist sehr, sehr liebevoll gepackt. Die wird mit Menschen mit Beeinträchtigungen gepackt. Das finde ich das Besondere daran. Und ich finde das einfach sehr schön. Man hat Spaß an der Box. Man freut sich da drauf. Und ihr könnt sie auch einzeln kaufen. Ich glaube, einzeln kostet sie 22,90 Euro. Und da habt ihr dann kein Risiko. Da könnt ihr das einmalig mal probieren. Oder wenn euch eine Box jetzt besonders gut gefällt, könnt ihr dann da auch zuschlagen. Ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin. Die Box wird mir von Fairy Box zur Verfügung gestellt und ich darf auch eine an euch verlosen. Da freue ich mich riesig. Also macht da sehr gerne mit. Ich sage euch am Ende vom Video nochmal, was ihr dafür tun müsst. Ansonsten steht doch mal alles in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, let's unboxing. So sieht der erste Blick in die Box aus. Also wir haben hier solche Maisflips drin. Das sind Chips Flohpack Bio und zwar sind die aus natürlichen Rohstoffen. Hier ist auch immer nochmal eine Info dazu. Die könnt ihr ganz einfach im Biomüll entsorgen. Also da passiert nichts, die könnt ihr einfach irgendwo auf dem Kompost, Biomüll, wie auch immer reinlegen und hier liegen einmal gut geschützt dadurch die Produkte drin. Fangen wir mal direkt mit dem ersten Produkt an und zwar ist das was von Wild Baboon Naturkosmetik, ein Aloe Vera Gel mit 98% Aloe Vera Anteil, also richtig viel, finde ich. Aloe Vera ist hier tatsächlich drin und dann halt noch so ein paar andere Sachen, aber nicht wirklich viel. Bio-Rohstoff aus Mexiko, abgefüllt und geprüft in Deutschland nach der Öffnung, mindestens 12 Monate haltbar. Das ist für den ganzen Körper, das ist öl- und parfümfrei, also das könnt ihr wirklich von Kopf bis Fuß überall anwenden für die Haare. Also ich mache das öfters, ich habe auch immer ein Aloe Vera Gel daheim. Und ich finde das immer super, gerade auch wenn man vielleicht in der Sonne war und hat einen leichten Sonnenbrand oder so, ist das sehr gut. Das ist von der Marke Wild Baboon, habe ich noch nie gehört. Kostet 12 Euro normalerweise und hier ist auch ein Rabattcode drauf. Also hier kann man bei weiteren Bestellungen 2,22 Euro sparen. Ich schreibe euch das auch nochmal hier rein. Auf jeden Fall kostet das normalerweise 12 Euro und das sieht total schön aus hier in dieser Pumpflasche. Ich habe gerade gesehen, hier ist auch nochmal so ein Flyer mit bei. Ihr bekommt bei der Marke auch Aloe Vera Saft zum Trinken und ihr bekommt das auch in einer großen Flasche, wenn ihr sowas sucht. 100% zertifizierte Natur-Biokosmetik für Gesicht, Körper und Haare. Also da könnt ihr ja gerne mal gucken, falls ihr auf der Suche nach Aloe Vera Produkten seid. Vielleicht ist es ja was für euch. Das nächste ist einmal was von Puro Bio. Und zwar haben wir hier einen All-Over Lipstick in der Farbe Rosetto. Ein richtig schöner Rotton, also so ein gedeckter Rotton, würde ich sagen. Geht so ein bisschen in den Rosenholzton rein, sieht aber doch eher ein bisschen rot aus. Ist einmal hier so ein, wie ein Buntstift, ein großer. Ich swatch euch das mal. Sieht sehr schön aus, die Farbe. Also die ist wirklich tragbar. Schaut mal. Lässt sich ganz schön auftragen. Also ist, kann man auch als Lip Liner zusätzlich verwenden. Das ist halt einmal so ein Stift. Sehr, sehr schön. Puro Bio macht schöne Sachen. Da habe ich auch schon einen Eyeliner von, den finde ich gut. Und was hatte ich denn von Puro Bio noch? Ich glaube nur einen Eyeliner, aber den finde ich richtig gut. Dann ist hier ein Produkt drin von Olution und zwar Glow Up heißt das. Das ist eine Creme, eine Face Cream, die Feuchtigkeit spenden soll. Also einfach so eine kleine Tube. Ich glaube, das ist keine Originalgröße. 15 Milliliter haben wir. Die ist für Tag und Nacht geeignet. Also Olution, das hatte ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich schon mal was davon drin. Auf jeden Fall kostet die hier 15 Euro. Das ist eine Reisegröße, 15 Milliliter. Und die haben über 65 ausgesuchte Bio-Pflanzenextrakte drin. Und das ist eine Feuchtigkeitscreme und antioxidativ wirken. Ja,
So steht es hier drauf, auf jeden Fall für Gesicht, Hals und Dekolleté. Auch nicht schlecht, werde ich dann auch gegebenenfalls mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier ein Goodie drin und zwar schaut das einmal so aus und das ist richtig süß. Wir haben passend zu dem Lippenstift einen Spitzer hier drin. Und der Spitzer, der ist speziell, ich zeige euch das gerade mal, von Fairybox gemacht. Da steht Fairybox drauf, das finde ich süß, das ist ein richtig schönes Goodie. Das ist halt einfach so ein nachhaltiger Holzspitzer ohne Plastik. Den kann man natürlich auch gebrauchen, also Spitzer gehen immer und das passt dann halt auch zu dem Stift, dass ihr euch den direkt anspitzen könnt, wenn ihr sowas noch nicht haben solltet. So, dann haben wir hier was drin und zwar Sporty Lemon. Das ist einmal ein Deo Roll-On Care and Protect von Eufrin. Eufrin heißt die Marke. Ich will aber gerade nochmal hier drauf gucken. Genau, 50 ml Originalgröße. Hier ist Aloe Vera drin, Bio-Aloe Vera und hat einen zitrischen Duft. Kostet 9,90 Euro. Normalerweise ist in Deutschland hergestellt. Das ist einmal hier so ein Deo-Roller. So schaut der aus. Also der hat oben einmal so eine Kugel, die sich dreht und ich drehe die gerade mal. Oh Leute, der riecht gut. Oh, der riecht so richtig schön nach Zitrone. Und nach Limette, also richtig schön zittrig tatsächlich, genau mein Ding. Werde ich mal ausprobieren, ich bin gespannt. Der hat ja natürliche pflanzliche Inhaltsstoffe auf sensibler Haut dermatologisch getestet. Effektiver Schutz, sanfte Pflege mit Bio-Aloe Vera. Das hört sich gut an. Ich bin gespannt, ob der dann auch einen guten Schutz haben wird. Ist auf jeden Fall ein sehr brauchbares Produkt, finde ich. Und jetzt ist hier noch was bei und zwar ein Elixier. Pain steht hier von Mutra. Das ist ein Elixier und zwar ein Öl. Einige Tropfen Öl in die Handflächen verreiben und erwärmen. Ich gucke gerade mal, was hier drauf steht auf dem Zettel. Und zwar ist das ein Infinity Mutra Elixier Schmerzöl. 50 ml, eine Originalgröße. Das ist ein Schmerzöl, was man bei Muskelkater, Verspannungen, Gelenkschmerzen oder rheumatischen Beschwerden einsetzen kann. Dieses Powerfläschchen nimmt sich allen Beschwerden rund um die Muskeln und Gelenken an. Das darin enthaltene indische Weihrauchöl ist ein wahrer Allrounder bei Schmerzen jeglicher Art. Und nicht nur das, Weihrauch lässt deine Haut ausstrahlen. Also 9 wertvolle und ätherische Öle sind hier drin und vor allen Dingen frisch produzierte Öle. Kann man auch für Massage und so verwenden. Das ist ja geil. Also das finde ich richtig toll. Gerade wenn man so, gerade hier, die, wenn einem die Schultern so wehtun und sowas, finde ich das echt gut. Das ist hergestellt in der Schweiz und ist 6 Monate haltbar, wenn das geöffnet worden ist. Ich lasse es jetzt nochmal zu, weil ich habe jetzt gerade keine Schmerzen und das nächste Mal, wenn ich dann halt irgendwie Rückenschmerzen habe oder so, werde ich das dann mal anwenden. Hier steht auch, dass man das in für ein Bad 3 bis 5 Tropfen Öl in 5 Esslöffel Milch oder Sahne einrühren und ins Badewasser geben. Narben 2-mal täglich damit behandeln. Also man kann anscheinend auch Narben damit behandeln. Das mache ich vielleicht mal. Ich habe ja hier unter meiner Achsel so eine Narbe, die jetzt gerade am Verheilen ist. Und da werde ich das vielleicht mal drauf machen. Also das finde ich auch richtig gut. Kostet normalerweise 9,90 Euro. Finde ich einen fairen Preis, muss ich sagen, wenn das wirklich gut ist. Ja, ist das nicht überteuert oder so. Das war einmal die Fairybox gewesen. Ich zeige es euch nochmal im Schnelldurchlauf. Also wir haben einmal das Öl hier drin, das Schmerzöl. Dann haben wir den Deo-Roller, der nach lecker Zitrone riecht. Dann einmal von Ulution die Gesichtstagescreme. Einmal das Aloe Vera Gel, was ich auch richtig gut finde. Und dann haben wir noch einen Spitzer und passend dazu von Puro Bio einen Lippenstift. Also richtig schöne Produkte. Das soll einen Warenwert von 58,68 Euro haben. Finde ich sehr schön. Könnt ihr euch ja mal angucken bei Fairybox. Also ich fand die Box diesen Monat richtig gut. Sehr schöne Produkte drin. Es sind auch nochmal Flyer mit bei, also von diesem Mutra und so. Da kann man dann nochmal lesen. Hier steht das auch nochmal, was das alles kann. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen. Und hier ist auch nochmal ein Flyer zu den Deos. Das gibt es anscheinend auch mit Orange und es ist ohne Alkohol und ohne Aluminiumsalze. Genau, so steht es hier drauf. Die haben halt nochmal ein Flyer mit dabei. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten drin und auch das Gewinnspiel steht nochmal unten. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt einfach einen lieben Kommentar, abonniert meinen Kanal und ja, schreibt den Hashtag Fairybox. Dann weiß ich, dass ihr teilnehmen wollt und dass ihr dann auch in den Lostopf wandert. Jetzt würde ich mich von euch verabschieden. Ich fand die Box auf jeden Fall super, super schön. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wie ihr die fandet und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.